Willkommen zum neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute das Leatherman Search. Sehr geil. Leihgabe von Nino alias Legion 14. So, hier war Tabletop. Hopp, hopp, Tabletop. So, das ist so ein halber Tabletop. Ja? Also Leatherman Search hier im schwarzen Finish. Das ist irgendwie gebläut. Ja? Ist leider nicht leider nicht Feder unterstützt. Wir haben hier Needle-Nose Pliers. Austauschbare Kartschneider. Ja. Geht ein bisschen schwer. Hat wahrscheinlich seinen Sinn. Warum? Vielleicht aber auch nicht. Dann haben wir von außen zugängliche Teile. Für dann zum einen so ein Messer. Eine Klinge. Die ist leider einhändig zu öffnen. Somit unterliegt das Messer, das Multitool dem Trageverbot. Tja, und wer es glaubt oder nicht. Ich habe bei der Polizei mal einen netten Mann kennengelernt. Der hat mir bei einer Panne geholfen und holt genau dieses Leatherman Search raus. Und sagt, Multitools, da keine Messer. 42 konform Arschlecken. Scheiße. Ja, einmal aus dem Volk heraus, muss man so sagen. Ja, gut. Also arretiert, dann wird das hier eingedrückt und verschließt dann wieder. Dann haben wir hier eine auswechselbare Holzsäge. Ja, wie wechselt man die aus? Das habe ich noch nicht rausgefunden, aber irgendwann bestimmt. Ist egal. Ist nicht mein Tool. Ansonsten. Aber die sägt anständig. Und verliert ein bisschen an Farbe, wie man da drin sieht. So könnte man dann zum Beispiel, sag mal, prima hier sowas, so Aussparungen sägen. Wenn man nur ein Multitool dabei hat, wie zum Beispiel der Survivor Man, Les Stroud. Ja, dann haben wir hier auf der Seite eine Serrated Klinge, die arretiert auch. Aber wie gesagt, das Messer ist eh nicht, Multitool ist eh nicht 42er konform. Und von daher ist das eigentlich auch relativ unwichtig. Aber wen juckt's? Seht ihr hier? Da hat man jetzt eine schöne Aussparung mitgemacht. Mit falls mal einer fragt, wozu brauchst du denn im Wald so eine kleine Säge? Naja, Bushcraften fängt im Kopf an. Dann haben wir hier eine Schere, wobei ich nicht weiß, warum die nicht so funktioniert, wie sie soll. Ja, denn da scheint die Feder defekt zu sein oder nicht feste genug. Wie gesagt, ist nicht mein Multitool, von daher weiß ich nicht warum. Die dumm. Aber ich bin mir sicher, die hat mal geschnitten. Obwohl schneidet die mit Sicherheit immer noch. Ist noch ein bisschen umständlich. Ja? Dann haben wir auf der Innenseite Zentimeter
Inches. Hier nochmal. Ja. So dass man auch von 0 bis 20 cm, 25 cm und von 0 bis 8,5 Inches messen könnte. Ja. Und auf der Innenseite drei Tools, einen kleinen Schraubenzieher, einen größeren Schraubenzieher und eine Nähstech- und Bohralle, die arretiert, was gut ist. Denn ich hatte das schon in einem anderen Review gezeigt, dass man dann prima ein Loch irgendwo reinbohren könnte, wenn man absolut müsste. Oder gehen wir zum Beispiel an der Aussparung, weil wir dann was anderes reinfummeln, was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ja. Müssen wir dann halt auch unbedingt irgendwann reinbohren, weil darum halt. Das Ding ist scharf, damit könntet ihr auch einen Feuerstahl abziehen. Ja. Arretierung löst sich hier. Muss man das allerdings wieder aufklappen. Ja. Auch hier die zwei Schraubenzieher arretieren. Dann haben wir hier noch einen Schraubenzieher, also einen Kreuzschlitz, ja, den man nicht nur austauschen, sondern drehen kann. Ich habe es vorhin noch geschafft und habe nicht mehr gemerkt, wie es ging. Ach so, das wird magnetisch gehalten, alles klar. Ne, nicht magnetisch, hier sind so Aussparungen. Ja. Wo das dann einrastet. Also man könnte dann praktisch rumdrehen und hat noch einen Schraubenzieher. Aber Moment, da war doch was. Wir hatten doch schon zwei, aber das ist hier so ein Mittelteil. Ja, also der ist 1, 2, 3 verschiedene Größen. Die Amis und ihre Multitools. Und dann haben wir auch noch, da hatte ich schon meine Schwierigkeiten, dann öffnet man das am besten so, dass man hier hinten drauf drückt. Ja, hier hinten drauf drückt und das mit dem Schraubenzieher rausholt. Dann könnt ihr den Schraubenzieher wieder zurück tun und dann arretiert auch der Dosenöffner. Ja, solide gebaut. Auf jeden Fall. Und ich glaube 346 Gramm ist auch kein Leichtgewicht. Gucken wir uns noch mal Klinge an. Von Haus aus scharf. Die ist serrated. Gucken wir uns noch die Schere an. Muss man halt ein bisschen ja, also die Funktion nuckelt, aber man muss halt nachhelfen, ich weiß nicht warum die da nicht so will, was damit passiert ist. Sure. I have no clue. Schade. Jo. So, das war mein Review über das Leatherman Search. Cooles Teil. Ist eine Macht in der Hose, also da zieht ihr die Buchs runter, wenn er sein muss. Und trotzdem finde ich es geil. Gebe ich 8 von 10 Punkten, weil nicht federunterstützt und leider die Schere schon nicht mehr brauchbar. Also schon noch brauchbar, aber. Man vielleicht ein bisschen besser arbeiten müssen. Ansonsten geiles Teil auf jeden Fall. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag
Und wie man gilt, tschüss, Madiot, schwenkt tot, tschüss ab und schwenkt die Kappe.